Ich spiele als Solo auf einem Vierer-Tribe-Server. Der Owner hiervon ist gay. Und mir fällt trotzdem einfach so OP-Zeug in die Hände. Jetzt fällt alles. Yes! Tu mir den Gefallen und lad den Like-Knopf auf ein romantisches Date ein. Aber statt aufzutauchen, schau einfach dieses Video. Alright, let's go. Folge 2, I hope. Beim letzten Mal haben wir hier gerade gestoppt gehabt und nochmal die Sachen hier durchschmelzen lassen. Ich war nur gerade legit einmal kurz mir einen Kaffee machen und es geht eigentlich direkt für mich gerade weiter. Für euch auch. Bevor ich aus dem Haus gehe und zeige, wo ich bin, wer die Regeln vergessen hat. Ich habe nur ein PvP-Leben, ich kann sterben so oft ich will, außer jemand tötet mich. Sobald das passiert, ist dieses Projekt vorbei. Okay, ich brauche auf jeden Fall Öl und Kristall und ich habe ehrlich gesagt nicht gerade viel Ahnung, wo ich das gerade herhole. Aber ich nehme auf jeden Fall die ganzen Dinger hier einmal mit. Warum kann man mit dem Pete nicht mehr einen C-Spin machen? Nameless Venom, Alter. Guck mal, was alles drin war. Und Kibbel und alles Mögliche. Aus dem grünen Drop. Das ist jetzt eigentlich mein zweiter Kaffee schon heute. Und wir haben noch nicht Mittagszeit. Ich glaube, ich trinke ein bisschen zu viel Koffein. Kann das sein? Ich hatte keine Luft mehr. Opa, Sänger, eigentlich heftig, Alter. Die atmen einmal am Anfang ein und dann nie wieder. Nie wieder für ein ganzes Leben, wusstet ihr das? Die atmen einmal so und dann fängt er an, Ave Maria zu singen. Und das nächste Mal, wenn die einatmen, ist, wenn die das Licht sehen und gerade gebärt werden in deren zweiten Leben. Weil für den Rest des Lebens atmet ein Opernsänger nicht mehr. Das macht die so... faszinierend, was zum Space Girls. Ah, guck mal, mittlerweile habe ich 45 Points, wie auch immer man die kriegt. Das wäre auch lustiges Versteck, einfach da unsere kleine Base hinzubauen. Sind halt so die Orte, wo halt keiner nimmt, weil es kein wirkliches Versteck ist. Und genau das macht es eigentlich besser als die normalen Verstecke, die man irgendwo in den Videos findet. Weil, die hat auch jeder schon gesehen. Oh, da hinten ist ein goldener Drop. Das Ding ist, das hier ist eigentlich ein 4-Mann-Server. Also, ich bin gerade alleine gegen Squads im Worst Case. Was heißt im Worst Case? Wenn man wirklich Worst Case ausgeht, dann haben die wahrscheinlich noch Verbündete und sind dann irgendwelche Alpha-Tribes. Ist der Drop schon unten? Ja, ne? Erdbeer-Seeds? Warum denn? Junge, da unten geht ja richtig die Post ab. Da ist eine Base, aber glaube ich geradet. Sieht sehr geradet aus. Ja, das ist wieder eine Falle und da drin ist dann auf einmal so ein... ein Ding ist versteckt. So ein Turret. Keine Turrets, kein gar nichts, um ehrlich zu sein. Das Scouting ging also weiter. Ich flog von Drop zu Drop und schaute mich nach potenziellen Raid-Zielen um. Keiner hier. Let's go. Joink. Ein paar Sattel. Lieg doch los, Junge. Diese Lecks sind manchmal echt mies. Tyla, Quetz, Terrorbird und Dibir. Okay, ich schätze mal, die Cave da ist definitiv besetzt, wa? Von der Black Mafia. Und ich würde mich zwar gerne mit allen möglichen Leuten anlegen, aber mein primäres Ziel ist es, am Leben zu bleiben. Deswegen muss ich fürs Erste, glaube ich, erstmal auf große Basen angreifen verzichten. Muss ich jetzt gar nicht versuchen, da lang zu fliegen. Gehe ich nur aufs Mal. Guck mal, da ist ein Spinner. Ey, heftig, was hier alles aus den Drops rauskommt, ne? Durch mal Loot mittlerweile. Compound-Bogen auch. Okay, ich hoffe, das läuft jetzt gut. Ey, hoch, bevor irgendwas kommt, was mich tötet. Doch, doch, da. Ey, da war doch gerade kurz hier. Yes, nach oben gucken. Yeah, okay, hat funktioniert. Muss halt bedenken, ne? Ich habe fast einen 300er Ping. Okay, für den goldenen. Wenn da jetzt gleich wieder Strawberry-Dinger rauskommen, wäre das ein bisschen blöd. Als ob aus den goldenen. Ich glaube, ich habe jetzt zwei goldene geholt und da waren immer diese Strawberry-Seeds. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht mal, wofür die gut sind. Nein, der hier ist im Wasser. Was ist das hier? Rex Ghost? Was ist, wenn ich... kann ich den überhaupt ausnocken? Rennt er weg? So ein Teil habe ich noch nie gesehen, Alter. Ich hoffe, der macht nicht viel Schaden. Der läuft weg. Komm. Bleib ruhig hier.
Warte, Petey. Ich habe Angst vor dem. Funktioniert das überhaupt? Der kriegt keine Torpor. Der kriegt nur Schaden. Das ist ein bisschen blöd. Keine Ahnung. Ich dachte gerade kurz, vielleicht könnte ich das Teil irgendwie zähmen. Oh nein. Ich glaube, das war jetzt eine schlechte Entscheidung. Schon wieder diese Seeds. Oh mein Gott. Petey! Nein! Er backt mich wieder zurück! What? Was für sein Inventar? Junge! Yes! Oh mein Gott, was für ein Auftrag! Okay, den Lila dann nehme ich auch noch mit. Voll auf Drop suchen und nebenbei einfach gucken, ob ich irgendwas Interessantes finde. Noch ein paar Sättel. Paracea, ein Gigasattel, olla. Noch ein Diabeer-Sattel. Aber wir haben hier auf jeden Fall jetzt schon mal eine Pumpgun auch. Ob hier irgendwo Ölsteine sind oder sowas. Es wäre aber jetzt nicht wirklich smart, ins Wasser zu gehen. Hier kommt auch noch einer runter. Lustigerweise habe ich das Gefühl, dass ich hier vielleicht noch eine kleine Base finden könnte. Die man vielleicht raiden kann. Eventually. Oh doch, da oben. Oh mein Gott, die ist vielleicht nicht raidable. Sind die Turrets aus? Oder sieht das nur so aus? Aus. Haha. Oh, ich glaube, die wurde schon geraidet. Alles gut. Hier ist halt gar nichts mehr. Ich kann deren Dinger demolischen. Passt auf, was ich mache. Jetzt fällt alles. Yes! Die Munition nehme ich gerne mit. Wahrscheinlich nicht so viel, aber alles, was gratis ist, ey. Einen geschenkten Gaul schaut man nicht ans Maul, richtig? Ich kann auch tyrannisch reden. Noch cooler wäre statt demolischen, dass ich die einfach mitnehmen könnte, weißt du? Aufheben und zack. Aber ich frage mich auch gerade, warum. Ist er schon so lange geradet worden, dass der irgendwie so die Rechte an seinen Gebauten verliert. Ihr denkt euch jetzt, ja, Mickey, ist normal. Wenn man lange nicht mehr online war, dann decayed die Base. Aber was mich ein bisschen verwirrt hat, ist, dass es auf dem Server Tag 1 ist. Jedoch ist es auch permanent 12 Uhr, also keine Ahnung. Junge, die Viecher da unten im Wasser sind auch so creepy. Wenn die so einen aus dem Nichts angreifen und reißen dich einfach runter von deinem Viech, wo du gerade drauf reitest im Wasser. Geh bitte hier weg. Nein. Nein. Oh mein Gott. Das Ding ist einfach weg. Oh Mann, ich wollte die erstmal doch nur wegmachen, damit die mich nicht stören. Ach komm, Alter. Weißt du was? Geht mir echt auf den Geist. Ich weiß noch, früher in Survival Evolved, ey, wo die Leute dann auf Descent dann einfach so auf den Pillern dann mal so drauf gebaut haben. Dann hat man die mal so geil Rocket raiden können von unten einfach. Auch geradet. Da ist doch wer. Sieht das nur so aus? Das ist wieder so eine Trap, oder? Soll so aussehen, als wäre es geradet und dann ist es eine Falle. Vielleicht liege ich auch falsch. Okay. Der Arme. Ist ja wirklich gar nichts mehr zurückgeblieben. Ja, mein Inventory ist ziemlich voll mit Stuff, was ich gerade innerhalb der letzten, keine Ahnung wie lange, gelootet habe. Musashi. Turbo Tank, Sleeping. Unter uns ist direkt eine kleine Base. Traps of Poof. Demolished allowed. Space Girls sind da unten. Das ist powered. Ist das die Base von den Space Girls? Warum hier so mitten im... Das ist voll weird. Ich will das hier nochmal mal kurz besser checken. Einmal zumindest gucken, was hier ist. Nichts. Schon geradet. Nevermind then. Doch was hat's damit auf sich? Guck mal, das ist die komischste Base, die ich irgendwie... Also ich bin mir relativ sicher, das ist nicht deren Hauptbase. Aber why though? Und was fliegt hier oben? Hä, warum fliegen hier oben zwei Metal Foundation? Bro, seit wann ist Ark auf einmal Minecraft? What? Bro. Das hier ist neu für mich. Screenshot, Alter, das ist der Anblick wert. What the fuck? Das ist auch von diesen Space Girls. Heißen die so, weil die irgendwo im Space bauen? Haben die deren Base noch weiter oben? Und genau daneben war auch noch ein anderer Tribe. Der Owner hiervon ist
Gay? Ich weiß nicht, wie ich es lesen soll. Sein Spam, Turrets und alles. Und dann hier ist von den Space Girls der Spam und Turrets. Als ob die einfach nur hier kommen, um zu fighten oder so. Das sind zwei Peets von Human. Claiming is nicht allowed. Das bedeutet, die sind irgendwo hier. Das ist böse. Wie bitte? Bin ich da nicht da gerade drauf? Wie bitte? Jupp, okay. Schade, da hat er. Der hatte wirklich nichts drin. Hatte der was drin? Auch nicht. Hätte ja sein können. Okay, nochmal kurz checken, was wir alles hier haben. Und noch nebenbei hier einen nice Metal Stone mitnehmen. Yeah. Auf jeden Fall gut was an Beute ergattert. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Cryopods. Noch zwei Stück, die wir Tom haben. 10. Okay. Und die funktionieren auch vernünftig und nicht wie die das hier in Asa komplett kaputt gemacht haben, finde ich. Dann hole ich mir vielleicht nochmal einen Archie. Und ein Enki. Und dann verpisse ich mich, glaube ich, wieder zurück ins Redwood. Bringe die Sachen erstmal home. Und ich glaube, ein Mewing-Sattel wäre auch ziemlich cool. Mit denen düsen wir nämlich richtig rum. Wo seid ihr eigentlich alle mittlerweile unterwegs? Spielt ihr immer noch Wolves oder Ascendant? Könnt ihr gerne einen Kommi da lassen. Ich lese mir die immer alle durch. Nee, die Goldenen haben nur Erdbeer-Seeds drin, Alter. Die lasse ich in Ruhe. Okay, let's go back home. Und auf der linken Seite sehen wir, was wir so alles ergattert haben. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Das, ja, vor allem mit dem Zeug, den wir sowieso hier noch haben. Ein bisschen da, dann ein bisschen da und ein bisschen da. So, vorerst wird hier Metall erstmal wieder durchgeschmolzen und noch sind wir tatsächlich am Leben. Noch haben wir ein kleines Versteckchen, aber wir brauchen Stuff zum Raiden, oder? Ich glaube, ich weiß, was wir in der nächsten Folge machen. To be continued, haha, I'm leaving. Complaining about your noises above.